Hallo meine Lieben, herzlich willkommen bei dem Kanal Kreativ im Wilden Süden. Mein Name ist Janina, ich komme von Nerias Dreckennest und ich bin hier heute zu Gast, um ein Adventskalendertürchen vorzustellen. Ich habe ein kleines Projekt mitgebracht und zwar die Kissenschachtel. Das ist ein super schönes und ganz einfaches Projekt, was man machen kann zur Weihnachtszeit. Ein wunderbares Mitbringsel, man kann Schoki reintun. Und wir gucken uns jetzt heute mal an, wie wir diese Kissenschachtel basteln. Und zwar gibt es von Stampin' Up! Das Stanzset Kreative Kissenschachtel. Dieses Stanzset ist mehr oder weniger schon ein Komplettpaket. Wenn man sich das anguckt, die komplette Stanze, das ist die Kissenschachtel, die wir hier sehen. Die ist wunderhübsch. Man hat direkt die ganze Kissenschachtel bei sich zusammen. Und alles, was man so braucht, um so eine Kissenschachtel zu dekorieren. Also es sind tatsächlich mit dabei die entsprechenden Blümchen, mit denen wir hier auch schon das Beispielprojekt dekoriert haben. Die sehen wir hier vorne, hier oben. Nein, die sehen wir nicht. Die Kamera macht nicht mit. Es gibt einen süßen kleinen Tag, den man anhängen kann, den man tatsächlich mit einer Kordel dann um die Kissenschachtel binden kann. Es gibt noch zwei weitere Tags, die genau auf diese Kissenschachtel passen. Und es gibt hier noch diese schönen Elemente, die genau hier vorne in die Kissenschachtel reinpassen, um dann entsprechend noch, in dem Fall zum Beispiel, zwei Löcher auszustanzen oder weitere Prägungen und Elemente, mit denen die Kissenschachtel dann noch anders dekorierbar ist. Dann gucken wir uns das Ganze mal an. Ich habe das Ganze ein bisschen vorbereitet. Ich habe nämlich die Kissenschachtel schon mal ausgestanzt. Da meine Stanzmaschine nicht neben mir steht, sondern hinter mir und auf meinem Schreibtisch kein Platz ist, habe ich alle Stanzteile schon vorher gemacht. Von daher nicht wundern. Und dann fangen wir jetzt auch erstmal an, wenn man genau hinguckt. Ich weiß jetzt nicht, wie man das sieht bei dem Papier. Es gibt hier wunderhübsch vorgeprägte Falzlinien. Die macht die Stanze direkt mit. Und das Erste, was wir tun, ist, wir falzen diese Stanzlinien jetzt einmal nach, dass wir auch unsere schöne Form bekommen. So, einmal mit den Händen grob. Dann legen wir uns die an und dann gehen wir mal mit dem Falzbeil hier vorne drüber. Dann haben wir nämlich unsere Falz. So, gucken wir mal. Also die Kissenschachtel lässt sich jetzt auf zwei Wegen schließen. Und zwar können wir die einmal so zumachen, dass wir die Lasche von oben offen lassen und von oben sozusagen Süßigkeiten reintun können. Oder dass wir die Laschen an den Seiten benutzen, um in die Kissenschachtel unsere Süßigkeiten zu tun. Bei dem Projekt hier habe ich die Lasche von oben aufgemacht. Also wenn wir uns das gleich in Ruhe angucken wollen, nachher können wir mal Schleifchen aufmachen und reinschauen. Und auch gleich noch ein anderes Projekt angucken. Und jetzt gucken wir uns den fummeligen Part an. Die restlichen Falzlinien nachgehen. Das geht jetzt natürlich nicht mit dem Falzbeil. Das muss mit den Händen gemacht werden, da die Stellen ein bisschen friemelig sind. Nicht ganz so einfach. Von daher macht euch da keine Sorgen. Wenn ihr sowas als Süßigkeiten-Schachtel mitbringt, irgendwohin als kleines Gimmick, dann wird das nicht die einzige Schachtel sein, die ihr baut, sondern ihr werdet dann ein paar mehr wahrscheinlich machen und dann hat man am Ende die Übung raus. So, mal noch ein bisschen fester an jeder Seite, gehen wir dahin und sorgen dafür, dass hier diese Falzen ordentlich nachgefalzt wurden. So, jetzt haben wir das Ganze nachgefalzt. Gucken wir mal, wie gut das zusammenmachbar ist. So, das sieht doch schon richtig gut aus. So, und die von oben. Genau, perfekt. So, ich möchte jetzt, dass diese Kissenschachtel von der Seite aufmachbar ist und nicht von oben. Also werden wir uns noch Laschen bauen, damit wir da auch vernünftig reingreifen können. Ich finde immer, wenn man ein Loch hat, wo man reingreifen kann, funktioniert das besser. Da ich keine Lochstanze habe, greife ich zu einer Alternative. Es gibt nämlich noch hier so eine Herzstanze. Wir können hier von den Seiten so weit reingehen, dass wir hier uns ein Herz, ein Greifloch reinstanzen können. Das können wir an allen vier Ecken machen. So. Das hilft uns dann nachher, die Kissenschachtel
auf und zuzumachen, beziehungsweise aufzumachen, weil ne, mit einem Loch in der Seite geht das besser. So, dann können wir hingehen und können schon mal die Kissenschachtel schließen, indem wir uns hier vorne einmal mit Kleber die Lasche festkleben. Immer schön im Bogen, damit wir uns die Schachtel nicht komplett zukleben, sondern tatsächlich nur die Lasche. Machen wir einmal mit Tombow, gehen wir mal hier drüber. So, immer schön festdrücken, dann passt das. Tada! Und jetzt ist unsere Kissenschachtel auch schon so weit, dass wir sie probehalber einmal nochmal zufalten können. So, und zwar von der Seite. Perfekt. So. Das ist schon das Grundgerüst von der Kissenschachtel. Also, durch das Designerpapier, was wir hier haben, wirkt die auch schon wunderbar. Jetzt wollen wir die aber noch ein bisschen verzieren und noch einen Spruch drauf machen. So, mit der Lasche kann man das natürlich viel einfacher öffnen, die wir hier reingemacht haben mit den Griffmulden. Von daher passt das eigentlich richtig gut. So, wenn wir die jetzt noch ein bisschen verzieren wollen, brauchen wir dazu natürlich, wie das so ist, einen Spruch. Ich habe mir jetzt hier ein Reststück rausgesucht und einen Spruch rausgesucht, der hier in diesen Tag reinpasst von der kreativen Kissenschachtel. Und zwar finden wir den auch bei dem Stempelset Weihnachtsgrüße. Die gehen zwar jetzt aus dem Katalog raus, aber das macht nichts. Und zwar holen wir uns das Frohes Fest. Das ist schön. Diese Negativschrift macht einiges her. Das werden wir auch mit Espresso stempeln, damit wir sehr viel von dem Spruch auch sehen und der bei dem wilden Muster nicht untergeht. Und dann gehen wir einmal hin, stanzen, stempeln uns den Spruch auf das Reststück. Einmal richtig schön anstrücken, dass wir einen wunderschönen Spruch bekommen. Sehr gut, das passt perfekt. Dann können wir unsere Stempel und unsere Farbe direkt wieder beiseite tun, bevor wir damit noch irgendwelche Unfälle anstellen. Was ich total gerne mache, wenn ich nämlich das Stempelkissen einfach frei rumliegen habe. Und dann schnappe ich mir jetzt noch meine Stanze. So, herzlich willkommen zurück. Ja, weil zwischendurch jetzt mein Akku leer. Ich habe währenddessen mal den Spruch ausgestanzt. Und dann würde ich sagen, fangen wir auch direkt an mit dem Dekorieren. Ich habe hier zwei Blümchen vorbereitet. Die sind auch bei den Stanzformen von der kreativen Kissenschachtel mit dabei. Einmal das große Blümchen, einmal das kleine Blümchen und habe die schon zusammengeklebt. Haben einmal wunderschöne Goldfolie. Die habe ich dafür benutzt und ich habe einmal zwei Blümchen ausgeschnitten. Einmal mit dem großen in Gold und Rot vorne drauf und einmal genau umgekehrt. Das benutzen wir für unsere Deko. Die habe ich schon zusammengeklebt. Wenn man etwas auf diesem Metallic-Folienpapier kleben will, ist es ganz gut, wenn das eine Weile vorher trocknet. Von daher habe ich das jetzt vorher trocknen lassen. So, das heißt, für unsere Kissenschachtel legen wir uns jetzt unseren Spruch hier oben drauf und gucken, dass der mittig sitzt. Das sorgt dafür, ich finde das harmonischer bei den Kissenschachteln. Bei einer Karte finde ich das jetzt doof, aber bei den Kissenschachteln finde ich das harmonischer. So, den Spruch möchte ich, glaube ich, nicht direkt aufkleben, sondern ich hätte gerne vorher noch ein Band um der Kissenschachtel drumherum. Und zwar schnappen wir uns da jetzt das Metallic Geschenkband. Das ist, glaube ich, in Blutrot mit Goldumrandung. Und dann kommt hier noch ein Band drumherum. Und zwar brauchen wir das Band so, dass wir an der einen Seite eine Schleife machen können. Sonst bekommen wir ja die Seiten nicht mehr auf. So, das heißt, wir machen uns das einfach mal etwas länger. Und zwar ganz ohne Diskussion.
So, dann kleben wir uns zuerst das Band auf und dann auf das Band den Spruch. Und dann können wir noch etwas Deko drumherum machen. Damit wir uns das Band aufkleben können, holen wir uns Abreißklebeband. Das hält tatsächlich am besten für solche Bänder. So, die Bänder, das Band tun wir genau unter den Spruch. Also machen wir mal hier komplett Abreißklebeband hin, wo das Band entlang laufen kann. Ziehen hier die Folie ab. So, komm hier, Folie ab, Kleber drauf. Und dann brauchen wir etwas Band, damit wir auch die Schleife binden können. So, ich persönlich mag das jetzt, wenn der Spruch ein bisschen absteht. Also setzen wir auch unter den Spruch noch Dimensionals. Ich habe hier noch so Reststücke, die ich jetzt einfach hier verwende. So an mehreren Stellen, damit uns das auch nicht eingedrückt werden kann. Dann ziehen wir die Dimensionals hier hinten ab. So, so, so. Und dann kann der Spruch hier genau in der Mitte drüber. So. Schön festdrücken und dann passt das. So, jetzt können wir hingehen und können uns schon die Blümchen setzen und können überlegen, wo wir die am besten haben wollen. Ich finde die Blümchen ganz cool, wenn die so ein bisschen hier unten rausstehen. So. Direkt an der Ecke. Falten wir die Schachtel mal zusammen, damit wir sehen, wie die Blümchen abstehen. Und dann kleben wir uns die Blümchen tatsächlich einfach mit Flüssigkleber fest. Und zwar einmal hier auf der Kante ein bisschen festdrücken, damit die Blume nicht wegfällt. Wunderbar. Und dann natürlich noch einmal auf der anderen Seite. So, den Kleber dann direkt wieder zumachen. Nicht fallen lassen. Aber ich mag es hier oben drauf haben. So, wenn das dann festgeklebt ist. Ist die Kissenschachtel eigentlich schon fertig? Dann müssen wir nur noch gucken, dass wir auf der anderen Seite ein hübsches Schleifchen reinknoten. Und dann kann man die Kissenschachtel tatsächlich schon verschenken. So. Ich habe kein Talent für Schleifchen. Also wenn ihr es nicht schafft, eine Schleife zu binden, so wie ich, dann macht einen Knoten. So. So, einfach einen schönen großen Knoten. Schneidet dann das Band ordentlich ab. So, und dann habt ihr auch eine fertige kleine Geschenkschachtel. Ist jetzt nicht ganz einfach aufzumachen, aber es macht nichts. Aber dann habt ihr auch eine fertige kleine Geschenkschachtel. So, das war jetzt das Projekt von heute. Es hat mich gefreut, dass ihr zugeguckt habt. Ich habe ja, wie gesagt, das andere hier
schon mal mitgebracht, dann können wir uns mal den Unterschied angucken. Hier geht die Schachtel von oben auf und man kann von oben die Schoki oder irgendein kleines Mitbringsel reintun und nicht von der Seite. Die Schachtel hier ist jetzt, wie gesagt, von der Seite zu öffnen. Dann habe ich noch ein weiteres kleines Projekt in diese Richtung, einfach so als Anregung, nämlich noch eine Kistenschachtel mit Grüße zum Fest. Das ist auch aus dem Sternpasset weihnachtliche Grüße. Nein, ist es nicht, das ist gelogen. Aus einem anderen Weihnachtsset mit dem Celebration-Papier, was jetzt im Sommer drin war, das jetzt leider raus. Das Coole ist, dieses Celebration-Papier passt so wunderschön aufeinander. Hier geht die Kistenschachtel auch von oben auf. So. Das war's von mir und ich hoffe, ihr hattet Spaß mit mir, diese kleine Kistenschachtel nachzupassen und basteln. Und ich wünsche euch noch viel Spaß bei eurem Adventskalender hier auf dem Kanal Kreativ im Wilden Süden. Bis dahin!